Gladiators take the stage. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Dein Verein SK Buntigammer Sturm Graz. Wir wollen uns in den nächsten Minuten wieder ganz den Blackies widmen. Ja, und die halten nach zwei Spielen beim Punktemaximum von 6 Punkten. Aber so viel sei verraten, nach dem Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck, da war Trainer Heiko Vogel so gar nicht erfreut, denn da lief einiges nicht nach Plan. Knapp 8000 Zuseher sind beim Bundesliga-Comeback von Wacker Innsbruck auf dem Tivoli zur Stelle. Aber den Matchwinner, den stellt Sturm Graz in Person von Lukas Grozurek. 21. Minute, 1:0 Sturm. Die kurz abgespielte Ecke von Hierländer, viel zu viel Platz für Grozurek und Schimpelsberger, fälscht unhaltbar ab. Zweite Hälfte, Sturm startet furios, Wacker nicht präsent. Hosina vertändelt zunächst noch, aber dann ist Pink zur Stelle und macht sein zweites Abstaubertor in dieser Spielzeit, nachdem Knett zunächst noch kehren konnte. Stunde gespielt auf dem Tivoli, Wacker ohne Zugriff in dieser Phase und Sturm höchst effizient. Grozurek dieses Mal mit dem linken Fuß und der passt wieder ganz genau im Stile von Arjen Robben, besorgt Grozurek das 3:0 und macht den Doppelpack. Sturm danach allerdings etwas schläfrig, etwas fahrlässig in der Defensive. Maresic und Siebenmandl patzen und der Joker trifft. Martin Harrer mit dem 1:3 in der 77. Minute. Harrer dann nochmal im Zusammenspiel mit Durmusch. 7 Minuten vor dem Ende. Nart Lackner im 1:1 und trifft herrlich zum 2:3. Der Tivoli außer sich. Harrer, der Joker mit dem Doppelpack, bringt Wacker noch einmal heran, aber am Ende sollte es reichen für Sturm, für den zweiten Sieg in dieser Saison. Ja, es sollte reichen, auch wenn es am Ende ein wenig eng geworden ist. Ich freue mich jetzt, einen Experten an meiner Seite zu haben, Manuel Ortlecher. Schön, Hallo. Dass du da bist. Hi. Ja, das war irgendwie ein Spiel mit dem Feuer, kann man so sagen. Wie erklärst du dir diese Schlussphase von Sturm Graz? Puh, sehr schwer zu erklären, um ganz ehrlich zu sein. Man führt sehr, sehr souverän 3:0. Ich glaube auch, dass man alle relevanten Statistiken angeführt hat in dieser Partie. Und dann plötzlich passiert es eigentlich durch diese schlechte Rückgabe beim 3:1, dass diese Partie leicht zu kippen beginnt. Und dann muss man eigentlich froh sein, dass die Spielzeit vorbei ist. Ja, da kann man schon ein wenig in Rage geraten. Wir wollen uns mal anhören und vor allem ansehen, wie Heiko Vogel das Ganze erlebt hat. Heiko Vogel, 3:2 hier am Tivoli. Stehen Sie auf Unterhaltungswert? Ja, aber ganz andere Art. Kein Thriller, kein Krimi. Ab und zu, das war ja mehr, zum Teil war es auch heute Slapstick-Comedy. Ja, so richtig freuen kann ich mich nicht. Was hat Sie dennoch gefreut? Ich freue mich, dass unsere Jungs das gut machen. Pinky ist immer für ein Tor gut, Hosi hat schon getroffen, Grozo hat heute gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Und das ist natürlich ganz klar absolute Freude bei mir. Ja, über die Neuzugänge, über die freut er sich. Ich möchte noch ganz kurz zurückkommen. Er hat auch erzählt, er ist sehr laut geworden in der Kabine, in der Pause. Wie hast du solche Ausbrüche von Trainern erlebt als Spieler? Ja, unterschiedlich. Also es gab Ausbrüche, wo ich mir dachte, natürlich ist es jetzt schon das Richtige, dass man lautere Worte findet. Aber manchmal habe ich es eher deplatziert gefunden. Sie haben geführt und trotzdem gab es eine laute Kabinensprache. Man hat gemerkt, dass er trotzdem mehr will. Er hat es irgendwie schon kommen gesehen. Vielleicht wusste er, was denn da richtig kommt. Ich glaube, er hat Gespür bewiesen. Er steht jetzt aufs Rill, aber ich denke eher im Fernsehen. Gut, dann wollen wir beim Positiven bleiben. Heiko Vogel hat schon erwähnt, die Neuzugänge, denen er ja allen sehr nette Spitznamen gibt, sie alle abkürzt, die haben getroffen. Und zwar wurden insgesamt von 6 Treffern in diesen 2 Spielen 5 von Neuzugängen erzielt. Wir haben da den Pinky, wir haben da den Hosi, wir haben da den Grozu. Was sagst du zu dieser Namensgebung? Es klingt alles ganz, ganz süß und lieb. Ganz im Gegenteil, zu einem bisschen Platz performen. Also Sportdirektor wird sich natürlich schon freuen, wenn von 6 Toren 5 die Neuzugänge erzielen. Das zeigt auch, dass er gute Arbeit leistet, dass er die richtigen Leute auch holt. Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als die Spitznamen. Einer, der in diesem zweiten Spiel besonders aufgezeigt hat, war der Grozu, wie er sagt, der Lukas Grozurek. Wir wollen uns diese 2 Tore, diesen Doppelpack, noch einmal ansehen, weil es so schön war. Und was auffällig ist, einen erzielt er mit rechts, einen mit links, diese Dynamik, die er hat. Ja, er ist beidbeinig, besitzt eine sehr, sehr gute Schusstechnik. Wenn ich aber anfügen darf,
Es wurde in beiden Fällen relativ einfach gemacht, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, du musst erst einmal machen, links wie rechts, das hat er gemacht. Hat überhaupt eine gute Leistung geboten. Ich habe mir ja auch notiert, dass er die meisten Zweikämpfe geführt hat bei Sturm Graz. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also er geht auch dorthin, wo es weh tut. Für einen Offensivspieler agiert er sehr, sehr frech. Und ich glaube, das will der Trainer auch sehen von ihm. Dem wird ja schon sehr lange sehr großes Talent zugesprochen. Von damals bei Rapid, würdest du sagen, dass er jetzt Mitte 20 in dem Alter ist, wo er das auch offensichtlich jetzt auch wirklich ausspielen kann? Ja, na klar, er ist jetzt 26 Jahre alt, das ist nicht sein erster Arbeitgeber, sondern ich glaube jetzt der dritte in der Bundesliga. Er hat jetzt auch schon einige andere Trainer gehabt, somit merkt er schon auch, okay, da gibt es auch noch andere Ansichtsweisen vom Fußball. Er hat viel dazugelernt, er ist ein ehemaliger U21-Nationalspieler. Das zeigt ja auch, dass er gewisses Talent mitbringt. Ja, momentan performt er sehr gut, das wird die Beteiligten von Sturm sehr erfreuen. Bin gespannt, was da noch kommt von ihm. Also, Talent ist da. Auch andere Clubs haben sich interessiert für ihn im Sommer. So ist es ja auch nicht. Und Sturm hat aber das Rennen gemacht. Ja, also gleich im ersten Spiel im Sturmdress einen Doppelpack erzielt. Also das kann sich schon sehen lassen. Ja, und die Aufgaben, die werden ja nicht einfacher. Es geht ja weiter in der Europa League Quali gegen Larnaca. Und wir wollen mal sehen, wie Trainer Heiko Vogel diese Aufgabe sieht. Ich meine, spanischen Trainer, die haben 6 Spanier in der Anfangsformation gehabt. Ich glaube, dass die alle Fußball spielen können. Also ich denke, dass die spanische Fußballkultur zu sehen ist. Es ist eine relativ alte Mannschaft. Aber wenn man sie Fußball lässt, spielen lässt, dann sind sie gefährlich. Ja. Also ich glaube nicht, dass wir noch häufiger das Wettkampfglück so auf unserer Seite haben, weil es kann auch mal nach hinten losgehen. Ja, da kann man nur hoffen, dass Ihnen nicht Spanisch vorkommt. Wie schätzt du den Gegner ein, die Zyprioten? Ja, ganz eine interessante Konstellation natürlich. Ein zypriotischer Gegner, eine eher ältere Mannschaft und 6 Spanier sind auch noch innerhalb der Mannschaft und der Trainer ist auch noch ein Spanier. Ja, ist nicht wirklich alltäglich. Die Grazer sind auf alle Fälle auch gewarnt. Sie wissen, wenn sie, wie gesagt, sehr konzentriert bleiben, dann ist es absolut möglich, dass sie aufsteigen. Das traue ich ihnen auch absolut zu. Um ehrlich zu sein, ich hoffe es natürlich auch alleine schon für den österreichischen Fußball. Aber einfach wird es natürlich auch nicht werden. Ja, einer, der sicher auch wieder eine wichtige Rolle spielen wird, ist der Kapitän Stefan Hierländer. Sagt dir die Kategorie Schwarz vorn? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig steil gesagt. Sagt ihr das was? Gut, klar. Nein, aber keine Ahnung, ich bin selber schon gespannt. Gut, also wir wollen uns mal ansehen, was dieses Schwarz vorn ist. Stefan Hierländer ist da eingestiegen ins Auto und hat sich vor dem Spiel damals gegen Ajax Amsterdam zum Flughafen bringen lassen. Freut mich, dass du mich eingeladen hast. Wozu? Ja, für die schöne Fahrt. Ich weiß nicht, ob es schön wird, aber... Wir führen nämlich den Herrn Kapitän heute am Flughafen. Ja. Also, das Wetter ist schon mal königlich. Ja. Ausschauen tun wir gut, glaube ich. Es ist Ausschauen tut es da sehr königlich. Und jetzt kriegst du einen eigenen Chauffeur auch noch. Also, da geht wirklich nicht mehr drüber. Das ist ja aussehen. Außer du schwarze Fliegen. El Capitan. War ich schon immer der heimliche Kapitän, aber... Warst du schon, gell? Ja. Hab's immer gewusst, aber jetzt offiziell. Naja. Ist ja auch nicht so schlecht. Ja. Hat man immer recht und es passt schon so. Seit die wichtigen Spiele habe ich mein Glückswachs. Ja. Das heißt, in die Cup-Spiele hat es angefangen. Eh schon gegen Rapid. Okay. Ja. Dann im Cup-Finale, dann waren eh wichtige Spiele. Zum Schluss noch und da habe ich immer mein Glückswachs gehabt. Das hat immer funktioniert. Jetzt bist du einer gekommen bist mit der Sonnenbrille ja. und die gegelte oder gewachste Mähne. Was bist du ausgeschaut hast? Er war jetzt wieder Neo von Matrix. Irgendwie so wollte er ausschauen. So, Hirli. Super. Ich sage einmal danke fürs Erste. Es war eine sehr sichere Fahrt. Ja, und hast du dich wohl gefühlt? Ja. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe nicht einmal schwitzen anfangen. Du passt? Gut. Bis. Wir sehen uns bei der Heimfahrt. In 2 Tagen. Von Flughafen zum Trainingszentrum. Ja, freue mich schon. Ja. Jetzt sitzen wir wieder da, Hirli, ne? Ja. So wie wir es uns ausgemacht haben. Ja. Du mit Hemd, ich ohne Hemd. Kann ich dich aufmuntern? Irgendwie? Nein, gell? Nee, ich weiß nicht. Hast du es mitgenommen? Nein, nein. Nein, der Laune Hemd. Nachsteig vom. Ja, ich hab Dopingkontrolle. Nachsteig vom Flughafen. Ach so, ja, sehr lieb. Oder ein Keksel? Ein Keksel ist auch gut. Das haben wir vorher schon angeschaut. 1 oder 2? Nimm 2. Nimm 2? Nimm 2? Das ist auch Nimm 2, oder? Du kannst die ganze Packung.
Ja. Ja, das heute ist ja Frustessen angesagt. Ja. Ein Spiegelei geht schon. Das war mir ein Volksfest. Ja. Hat's dir gefallen? Ja. Schön. Also wenn du mich wieder mal brauchst, ich bin dabei. In der Pubertätsraketen. Gerne. Es wird sicher einiges zu besprechen geben im Laufe der Saison. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Passt. Ja. Gut. Danke, Herli. Danke. Mach's gut. Papa. Gute euch. Ja, da war dann ein bisschen Schmähstadt. Das war ja dann nach der Niederlage in Amsterdam. Diese und weitere Folgen gibt es übrigens auf der Website vom SK Sturm Graz nochmal nach anzusehen. Wollen wir ganz kurz auf das Gesagte zurückblicken bei diesem Schwarzfahren? Er hat gesagt, der Kapitän, der hat immer recht. Wie war das bei dir? Ja, es kommt davon, wie man die Rolle auslegt, würde ich eher sagen. Nein, also der Stefan Hillender ist ja eigentlich ein ganz umgänglicher Kerl. Auch, ich schätze ihn auch nicht wirklich als lauten Spieler. Ich kenne ihn ja noch als Mitspieler. Da war doch eher der ruhigere. Ich glaube, er legt eher wie der Philipp Lahm an, würde ich sagen, so in die Richtung. Und er hat auch gesagt, der heimliche Kapitän, der war ich ja eh schon immer. Das war wahrscheinlich im Schmäh gemeint, aber ja. Wie ernst ist es zu nehmen? Keine Ahnung, ob das wirklich jetzt so ernst gemeint war, wie er es gesagt hat. Ich finde das Format generell sehr innovativ und spannend auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den Fans sehr gut ankommt. Man lernt die Spieler auch einmal etwas anders kennen, ein bisschen informeller auch das Ganze. Also, das macht ja der Ehrenreich, der war ja auch lange Jahre Spieler von Sturm Graz. Also, deswegen denke ich, dass das Format sich auch seine Berechtigung hat. Wie siehst du abschließend seine sportliche Rolle im Team von Heiko Vogel? Er hat sich super entwickelt, ist ein absolut entscheidender Faktor geworden. Ich finde auch jetzt hat er seine Adelung bekommen, indem er auch diese Kapitänsrolle übertragen bekam. Wird man sehen, wie auch das auslebt, das ganze Thema. In der jetzigen Phase ist es so, dass es natürlich noch nicht so viel einzuwirken gibt, weil nicht so viel passiert ist. Wird eher spannend werden natürlich, wenn es einmal nicht so rennt, aber unterm Strich traue ich ihm sehr, sehr viel zu. Er wird sicher auch selber daran wachsen, hundertprozentig. Er muss jetzt neue Agenten auch übernehmen, nicht nur noch Spieler sein, sondern plötzlich auch mehr Verantwortung übernehmen müssen, auch den Club nach außen repräsentieren. Das sind Dinge, die muss man teilweise auch erst lernen, aber er macht es toll. Ja. Donnerstag ist es soweit gegen Lanaka. Ich danke dir für deine Expertise und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Dein Verein.